So, guten Morgen. Kleine Zusammenfassung für das Eisbad. Jetzt ist eine Woche rum. Ich habe es eine Woche genutzt. Und wie ihr ja gleich oder wie ihr schon gesehen habt, war es heute Morgen tatsächlich ein Eisbad. So, heute wird es, glaube ich, ein bisschen härter. Ihr seht. Jetzt Eis in den Pool. So, schauen wir mal, wie viel Grad das Wasser hat. Ja, jetzt kommen wir langsam in den Eisbadebereich. So um 5 Grad. Warte. Und es waren 5 Grad Unterschied zu gestern ungefähr. Und ja, das merkt man dann schon sehr deutlich. So, also zurück zum Eisbad. Das Eisbad ist super. Könnte fürs Drinsitzen 5 Zentimeter höher sein. Fürs Einsteigen eher nicht, wenn man so kurze Beine hat wie ich. Das ist halt so eine Sache. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das Sitzkissen, so wie ich es euch gesagt habe, ist für mich völlig überflüssig. Ich sitze in dem Ding zwischen 3, 5 und vielleicht 10 oder 15 Minuten eh im Schneidersitz. Kalt ist es sowieso, wozu soll ich ein Sitzkissen mit kaltem Wasser haben? Also das macht keinen Unterschied. Ansonsten kann ich bis jetzt nur Gutes von dem Teil sagen. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.